Interview und Analyse zum 8. Rennen. Ich denke, für den neutralen Zuschauer ist das interessanteste Rennen des Tages. Da sind mindestens 4, 5 Pferde mit Siegchancen. Du natürlich auch mit dabei, Aaron Birkenswick. Einzig Startschnelligkeit kannst du nicht ganz ausnutzen, eben wegen der zweiten Startreihe. Aber er geht von hinten genauso gut, oder? Geht genauso gut. Ist kein Nachteil, er fliegt von hinten auch, wenn er gut drauf ist, richtig vorbei, wenn er die Gegner im Griff kriegen will und ihn im Griff hat. Wie gesagt, du hast recht, es sind viele gleich starke Pferde. Es wird abhängig sein, wer die besten Möglichkeiten im Rennen hat, zum Schluss dann Speed zu entwickeln. Er kann unter Umständen schon das Zünglein an der Waage sein. Ja, Peter Lemon, kein einfacher Patron. Ich glaube, im Probelauf, das war bewusst so gesteuert, dass du einen Rücken eines Gegners suchst und auch dort bis zum Schluss verbleibst, zumal er sowieso keine freie Fahrt vorhanden war. Ja, wollte ich. Das ist ein sehr ein heikler Patron. Es ist ein komplett anderes Pferd am Renntag als in der Arbeit. Arbeiten tut er sehr gut. Der Probelauf war auch sehr gut. Und das Problem in diesen Rennen sehe ich, dass er mit Nummer 7 schwer die Führung bekommt. Und außen hängend werde ich sicher nicht gewinnen können. Aber wenn wir schauen, wie er sich benimmt hinterm Auto, wenn er regulierbar ist wie in der Autostartprobe, also in dem Probelauf, dann werde ich ihn vielleicht von hinten fahren. Wenn nicht, dann muss ich sowieso Vollgas wegfahren. Von hinten fahren hast du eh zweimal, glaube ich, sehr unfreiwillig gemacht, weil er einen Fehler gemacht hat, aber da waren die Leistungen etwas bärenstark eigentlich. Ja, ich glaube eher, dass er von hinten auch besser wäre, aber nur, wie gesagt, das entscheidet er. Und wenn er hinterm Auto wieder seinen Vogel raushängen lässt, dann müssen wir vom Start losfahren. 8. Rennen, das 4. BMW Premium Race des Tages. Wir haben heute 5. Magic Paradies in einer sehr ausgeglichenen Angelegenheit. Wird wahrscheinlich der Rennverlauf entscheiden, wer da gewinnt. Das sind doch einige Pferde mit Siegchancen. Ja, genau, hast recht, Alex. Das Rennen ist sehr offen. Da haben 4, 5 Pferde haben eine Riesenchance. Magic Paradise letztes Mal an der zweiten Reihe im Rennverlauf gescheitert auf 1600 Meter. Da ist er gegangen 1,11,5 die letzten 400 Meter und da kam es nicht mehr weg von hinten. Was rechnet ihr euch heute aus? Ja, eigentlich ist so gut wie alles möglich vom 1. bis zum 5., 6. Platz. Ja, genau. Also, wenn wir Glück haben, gewinnen wir das Rennen. Und wenn wir Pech haben, dann sind wir 5. am Ziel. Abschlussbewerb der Super 76 mitnehmen muss man ihm aber. Auf sicher. Ja, 3 Pferde unter deiner Obhut und ich denke, du kannst mir zu allen 3 ein bisschen was sagen. Gut GmbH steuerst du selbst zuletzt auf 1600 Meter mit Halkvenus und Tirana waren da natürlich sehr starke Pferde drin. Heute ist die Aufgabe auch nicht unbedingt einfach. Was denkst du, ist mit Gut GmbH möglich heute? Wenn er wieder so geht wie letztes Mal, glaube ich, könnte der gleiche Platz wieder rausschauen. Er hat mir gut gefallen. Und ja, ich glaube, Dritter kann er wieder leicht werden. Einen, der mir gut gefallen hat und ich glaube dir auch im Probelauf, war Virgil Venus. Der war richtig stark. Der war richtig stark. Hände voll durchs Ziel im 15-9. Also der hat mir auch gut gefallen, fängt gut an, hat sich super fahren lassen und immer schön am Gebiss und sollte für mich eine Chance haben in dem Rennen. Bist du mir nicht, glaube ich, zum ersten Mal gefahren, war stärker? Ja, absolut, also zum zweiten Mal bin ich im Probelauf gefahren, das erste Mal war ich in Straubing, da war ich Dritter. Da ist er auch richtig gut gegangen, aber vom Gefühl her wurde im Probelauf noch ein Tick stärker. Ja. Dritter im Bunde mit Fully Bescher hast du im März Handicap gewonnen. 40 Meter Zulage muss man natürlich erst einmal leisten und eigentlich hat er sehr leicht gewonnen. Sehe ihn hier sicherlich auch als einen der Sieganwärter. Ja, ich auch, absolut. Er ist relativ ein phlegmatisches Pferd, habe ich gemerkt. Und ja, aber der Klaus kennt ihn in- und auswendig und ich denke, dass er so sicher um den Sieg mitkämpft. Ja. Der längere Ibrichsdorfer Einlauf vielleicht der Vorteil für ihn, dass er es nicht ganz so offensiv gestalten muss unterwegs? Genau, sicher kein Nachteil.